Heute eine kurze Beispielaufgabe zum Überholvorgang der gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Ja, hier gibt es ein Prinzip, wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr solche Aufgaben ganz leicht selbst lösen. Also, ein Fahrzeug fährt auf der Autobahn mit der Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde. Ja, das gefährdet natürlich andere Verkehrsteilnehmer. Auf der Autobahn sollte man deutlich schneller fahren und ein Streifenwagen sieht das und nimmt sofort die Verfolgung auf, mit einer Beschleunigung von 4 Meter pro Quadratsekunde. Ja, wir nehmen vereinfacht an, dass sich das Fahrzeug geradlinig gleichförmig bewegt und dass der Streifenwagen gleichmäßig beschleunigt mit eben dieser Beschleunigung. Die Frage ist jetzt zum einen, wie lange der Streifenwagen braucht, um den fahrlässigen Fahrer zu überholen. Und zum anderen ist die Frage, welche Geschwindigkeit der Streifenwagen am Ende des Überholvorgangs hat. Also bei solchen Aufgaben, wie immer, erst schreiben, was ist gegeben, was ist gesucht. Gegeben ist die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, die beträgt SF gleich 50 km pro Stunde, nicht SF, VF gleich 50 km pro Stunde. Außerdem ist gegeben die Beschleunigung des Streifenwagens, die Beschleunigung A, die beträgt 4 Meter pro Quadratsekunde. Und gesucht ist, wann der Streifenwagen das Fahrzeug eingeholt hat, also die Zeit T. Und außerdem ist gesucht die Geschwindigkeit des Streifenwagens VS am Ende des Überholvorgangs. Ja, und hier das Prinzip, was ich euch jetzt zeigen werde, das gilt allgemein bei Bewegungsgleichungen. Ja, denn was wissen wir? Wir wissen, am Ende des Überholvorgangs befinden sich ja die beiden Fahrzeuge dann irgendwann am gleichen Punkt, haben also die gleiche Strecke zurückgelegt. Sprich, die Strecke, die das Fahrzeug zurückgelegt hat, ist genauso groß wie die Strecke, die der Streifenwagen zurückgelegt hat. Also ich nenne das jetzt einfach mal SF, das ist dann einfach gleich SS. So, welche Formel können wir jetzt für SF einsetzen? Naja, wir wissen, das erste Fahrzeug, das bewegt sich geradlinig gleichförmig mit der Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde. Und welche Formel gilt für die geradlinige gleichförmige Bewegung? Naja, da gilt S gleich V mal T, also in dem Fall SF gleich VF mal T. Welche Formel gilt jetzt für SS, also die Strecke, die der Streifenwagen zurückgelegt hat? Naja, der Streifenwagen bewegt sich gleichmäßig beschleunigt. Entsprechend gilt hier die Formel für die gleichmäßige Beschleunigung, S gleich 1/2 a mal t Quadrat. Das können wir hier also einsetzen, gleich 1/2 a mal t zum Quadrat. Ja, und bei der Zeit t handelt es sich natürlich auch um die gleiche Zeit, denn in dem Zeitpunkt, in dem sich die beiden Fahrzeuge treffen, haben sie nicht nur die gleiche Strecke zurückgelegt, sondern haben sich eine gleiche Zeit lang fortbewegt. Ja, und das können wir jetzt einfach nach der gesuchten Zeit t umstellen. Wir können die einmal rauskürzen, also durch t teilen. Dann bleibt stehen vf gleich 1/2 a mal t. Und was müssen wir machen, damit t alleine stehen bleibt? Naja, wir müssen mit 2 multiplizieren und durch a teilen, beide Seiten. Machen wir das gleich mal in einem Schritt, also mit 2 multiplizieren, durch a teilen. Und ich würde die Seiten jetzt auch schon mal vertauschen, damit t links stehen bleibt. Ja, und dann bleibt stehen t gleich 2 mal die Geschwindigkeit des Fahrzeugs durch die Beschleunigung a. Ich habe jetzt einfach die Werte für die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und die Beschleunigung eingesetzt. Ergibt t gleich 2 mal 50 km pro Stunde durch die Beschleunigung 4 Meter pro Quadratsekunde. Hier müssen wir noch Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde umwandeln, damit wir das miteinander verrechnen können. Ja, 50 dann hier einfach durch 3,6 teilen, ergibt 13,9. Sprich, wir haben hier t gleich 2 mal 13,9 Meter pro Sekunde durch 4 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Ja, und das ergibt insgesamt eine Zeit von 7 Sekunden. Nun haben wir den ersten Teil der Aufgabe gelöst. Ja, nach 7 Sekunden hat der Streifenwagen das Fahrzeug eingeholt. Und kommen wir zur zweiten Frage. Wie groß ist die Geschwindigkeit VS?
des Streifenwagens nach 7 Sekunden. Ja, hierzu einfach die Formeln der gleichmäßig beschleunigten Bewegung anwenden. Ja, wir wissen, V ist A mal T, in dem Fall V ist gleich A mal T. T haben wir jetzt rausgefunden, A ist gegeben, sprich Vs ist hier 4 Meter pro Quadratsekunde mal die 7 Sekunden. Und das ergibt dann ganz einfach 28 Meter pro Sekunde. Ja, und auf der Autobahn ist das auch durchaus realistisch. Ja, da kann das Polizeifahrzeug sogar noch schneller fahren. Ja, denn 28 Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde umgerechnet, einfach mal 3,6 rechnen, würde V gleich 100,8 Kilometer pro Stunde ergeben. So, also nochmal bei so einem Überholvorgang, bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung, einfach die zurückgelegte Strecke gleichsetzen, ist ja zwangsläufig gleich, bis der Überholvorgang abgeschlossen ist. Also, dass ein Fahrzeug eingeholt ist und hierzu die jeweiligen Gleichungen benutzen und nach der gesuchten Größe umstellen.